Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Episode Mein Einkauf. Ja Leute, falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, lasst ein Abo, ein Like, ein Kommentar da. Schreibt sowas wie, ich könnte eine Kühlschrank-Roomtour auch danach machen, nach diesem Video. Falls ihr das morgen sehen wollt, wie was alles in meinem Kühlschrank liegt, schreibt Kühlschrank. Okay Leute, so. Und ja, es kommen halt eigentlich mehr im Einkauf von Videos, hoffe ich mal. So. Und zwar ist der meiste von dem Einkauf von Lidl. Oh, das habe ich gestern gekauft, aber habe ich auch noch nicht probiert. Es war so Rahmen für 39 Cent, muss ich noch testen. Okay, fange ich aber an. Also der meiste, eigentlich alles von Lidl, so. Bei Lidl, da, deswegen bin ich auch hauptsächlich hin, waren diese Dinger für Flasche 75 Cent pro Flasche, also auf Flasche setzen und so, ihr checkt. 75 Cent mit Lidl Plus, ja, ich habe ich habe 4 Sechserpacks Kirsche gekauft. Wartet. Boah, zweite Sechserpack Kirsche. Jetzt bleibt ruhig die Hände. 4 auf jeden Fall von Kirsche. Wartet, ich hol die einfach alle. 3 und 4, versteht sich. Und wartet, ich habe noch 2-mal Vanille gekauft. Ja. Also in nächster Zeit wird sich nur noch flüssig ernährt, wie ihr sehen könnt. Ja, ich weiß, Softgetränke sind nicht gut und so, bla bla bla. Aber ich denke immer Zero, so lieber nehme ich den Krebs als Diabetes mit. So, hoffentlich beides nicht, aber so. Ja, so, wisst ihr, ich habe echt Angst vor Diabetes irgendwie. So, weiß nicht, weil so Diabetes liegt in der Familie und Diabetes ist nicht gut und so. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, dass mit Krebs in Zero-Getränken, ich kenne die Studien nicht, aber ich gehe davon nicht so krass aus. Ich glaube, nur bei so sehr hoher Menge. Aber ich trinke halt sehr hohe Mengen. Oh. Egal, machen wir weiter. Das ist. Da habe ich dieses Meloneis gekauft von Lidl. Das war auch mit Lidl Plus, glaube ich, 1,99. Ich kann das mal öffnen. Ja, so sieht das aus. Ich soll das gleich in den Tiefkühling bringen. Ja, also es wird sich echt nur von Fleisch, Eis und Cola in der nächsten Zeit ernährt. Habe ich nochmal Eis gekauft. Und ich habe auch noch, oh, das zeige ich euch aber in der Kühlschrank-Roomtour. Falls ihr die unbedingt nicht verpassen wollt, lasst ein Like, ein Abo und Kühlschrank in die Kommentare da. Ja, aber die sind sehr klein. Die waren, glaube ich, auch für 1,99 im Angebot mit Lidl Plus und die hier auch. 1,99 mit Lidl Plus. Ja, der, okay, die sind ein bisschen größer. Und die haben auch alle nicht so viel Kalorien. Also, falls ihr wirklich Kalorien sparen wollt bei Eis, nimmt so fruchtige, wässrige Sachen so. Nicht diese mit Milch, Schoko und so. Obwohl ich die auch mehr mag, sage ich ehrlich. Ja, die waren auch im Angebot mit Lidl Plus. Ich glaube 69 oder 59 Cent von 90. Und ich trinke ja, ihr kennt mich, ich esse die echt gerne. Ich habe auch, wartet, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Gut zum Veranschaulichen. Okay, ich baue es wieder ab. Boah, kennt ihr diese Leute, die das so richtig schnell, diese Becher? Egal. Auf jeden Fall, ich esse lieber diesen mit 1,5 oder 1,0 Fett oder wie das der heißt. Weil ich dachte immer, der hat viel weniger Kalorien, aber ey, zwischen dem und dem anderen ist nur ein Kalorieunterschied. Das macht keinen Sinn, wenn man auf Kalorien achtet und so. Okay, der andere hat ein bisschen mehr Eiweiß, muss ich dazu sagen. Muss ich dem recht geben. Aber der hier war halt im Angebot. Ich sag ehrlich, ich glaube, ich würde trotzdem immer wieder den anderen kaufen. Ich teste den jetzt, weil den habe ich echt seit 3, 4 Jahren nicht mehr gegessen. Immer nur den anderen. Und ja, wenn der aber gut schmeckt, gucke ich, vielleicht kaufe ich öfters den. Also vor allem, wenn der im Angebot ist, dann muss ich. Ich bin so, ich habe immer diese Preise richtig gut im Kopf, Chat. Zum Beispiel auch hier. Dieser Fete, ich bin mir auch nicht mehr ganz, ganz sicher. Aber ich glaube, der war für 1,13 Euro mit Lidl Plus oder 1,19 Euro oder so. Und dieser Mozzarella war, glaube ich, 69 oder 79 Cent. Das Problem ist, von denen kaufe ich immer nur einen, weil ich esse die manchmal nicht, ich vergesse das voll. Also bei denen habe ich echt so ein inneres Problem, die zu essen manchmal, weil ich es einfach vergesse. Aber ja, ich hoffe diesmal nicht. Und mit den Zutaten in dem Kühlschrank-Video, Abo, Like, Kühlschrank in Kommentare, das könnte ich euch dann zeigen, ja. Ja, das ist nicht so gut, ich weiß, weil es nicht halal ist und so, aber ja, ich habe Wurst gekauft, weil ich bin ein großer Wurst-Fan. Die war auch im Angebot. Irgendwas mit 1 Euro, ich weiß nicht mehr was, 250 Gramm. Sonst sind die, glaube ich, 150 Gramm. Ja, das tut mir auch leid, ist auch nicht Halal-Fleisch, aber hier habe ich so Truthahnbrust gekauft. Die war, glaube ich, 3,50 Euro für 500 Gramm. Digga, die Fleischpreise sind zu teuer. Wir brauchen mehr und stärkere Massentierhaltung. Nein, brauchen wir nicht. Aber so Leute wie ich sind, glaube ich, wirklich für die Massentierhaltung.
zu zuständig, weil wir dieses Billigfleisch kaufen. Was soll man machen? Keine Geld. Und ich werde Fleisch essen. Dann habe ich hier High Protein Erdbeeren und Bananenpudding gekauft. Zwei, die sind auch, glaube ich, pro Stück 79 Cent. Ja, weil die sind nicht, die sehen aus wie diese Original-Dings, aber guck mal, die sind von Milbona. Milbona, beste Marke, seht ihr ja. Auch hier Milbona, hier Milbona. Also Milbona muss mich irgendwann sponsern. Dann habe ich hier noch drei Tomaten. Ja, also zum restlichen Einkauf passen diese drei Tomaten nicht. Ich weiß, aber ich habe was im Kühlschrank, was in der Kühlschranktour kommt. Lasst ein Abo, ein Like und Kühlschrank in die Kommentare da. Dann könnte ich das mit den Sachen hier anrichten, ja. Und ich gucke, also ich weiß ja, ob morgen auch ein mein Einkauf kommt von, kommt. Auf dem einen Bankkonto habe ich 200 Euro minus. Und auf dem anderen habe ich jetzt 20 Euro. Okay, aber bald ist der erste und ich kann mir wieder Geld überweisen. Und ich habe irgendwo 50 Euro in der Wohnung rumliegen. Ich habe die heute stundenlang gesucht, aber nicht gefunden. Also ehrlich, weil ich schuld jetzt dem Kollegen 35 Euro. Und diese 50 Euro sind eigentlich echt, die sind gerade richtig essentiell für meine Lebensweise. Checkt ihr? Ihr checkt nicht. Ich bin von denen richtig abhängig. Ich brauche die, ich finde die aber leider nicht. Ja, jedenfalls, falls ihr mehr meinen Einkauf von Videos sehen wollt, lasst ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.